Na, ah, ah, ha, ha, ha. Leute, schön, dass ihr da wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder zuschaut zu einer neuen Folge von BeamNG. Heute habe ich mir einfach mal 8 Autos rausgesucht und werde, so wie ich finde, eine durchaus interessante Strecke hinunterfahren. Wir wollen einfach mal gucken, welches Auto kommt am besten, ich sag mal, unten an und im Optimalfall vielleicht sogar fahrend. Aber wir wollen mal schauen, das ist eine Strecke mit dem ein oder anderen Hindernis. Wir wollen einfach mal schauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns gleich. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. So, und da geht's auch schon los, die wilde Luzi. Wir haben mal unsere erste Karre. Hier sieht man auch, ich habe sie alle schon einmal reingespawnt. Hier kann man schon mal so einen kurzen Blick reinschmeißen. Wir fangen an mit einem Auto, was da, ich behaupte jetzt einfach mal nicht besonders weiter. Da vorne sieht man meine Reifenspuren. Ich hab schon mal, er ist viel zu schnell. Er ist viel zu schnell. So, damit ihr mal einen kurzen Blick reinwerfen könnt, da unten wollen wir hin. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie weit wir mit der Schüssel hier kommen. Ohne dass wir uns... Oh, bis jetzt. Hier ist am Ende. Alles gut, noch tut das. Noch. Ja. Okay, jetzt wird's gleich. Müssen. Dran vorbei. Okay. Oh, wir stehen wieder. Ach nein. Ach, der fährt sogar, also... Okay. Ja. Okay. Also wir sind... Wir sind unten angekommen, aber ich glaube, mit Fahren ist da nicht mehr viel. Jetzt bleibt doch auch halt stehen. Rollt alle mal weiter. Springen wir zum nächsten Auto. Ausgesucht habe ich mir jetzt hier so einen kleinen Pickup. Ja, ich habe mir gedacht, so mit seinen Reifen, es könnte eventuell ganz cool werden. Ich kann die Klappe auf und zu machen. Gut. Der ist jetzt nicht unfassbar schnell. Der hat zwar noch Nitro mit dabei. Aber wir wollen einfach mal gucken. So, das ist ja ungefähr da, wo wir auch gerade eben lang gekommen sind. Man wird... Okay, ich habe direkt die Kontrolle verloren. Ich kann jetzt auch gerade nichts machen. Jetzt wieder. Jetzt habe ich ihn wieder. Oh, bis jetzt sind wir hier. Nein. Okay. Dieses Spiel ist einfach... So... Also ich behaupte mal, bis unten hin kommen wir auf jeden Fall. Nur in welchem Zustand? Ich könnte... Okay, wir haben Feuer gefangen. Das Feuer ist wieder aus. Nein, da ist... Ja. Wir haben noch... Nitro. Ganz ehrlich. Ja, ich glaube, wir haben es, ne? Moment. Was ist da unten? Ah ja. Okay. Versuchen wir es heute im nächsten. Den habe ich tatsächlich einfach nur ausgewählt, weil ich ihn... Cool fit. Motor anmachen, ne? So, nämlich. Jetzt fahren wir hier mal ein bisschen an der Seite. Jetzt mal mit Gefühl hier runter und. Und wir fahren quer runter. Ah, ah.
Freunde, da sind wir dran vor. Nein, 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 nein. Oh! Wie unfassbar stabil! Bremsen, 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 bremsen! Ja. Ich glaube, wenn man nicht bremst, kann man besser lenken. Wir sind bei 140 und hat uns die Vorderachse zerrissen, aber wenn wir einen Heckantrieb, also ein bisschen lenken durch Gas geben können wir, ne? Slidet hier einfach so runter. Ah, dran vorbei! Wie viel Glück kann man denn bitte haben? Okay, okay. Oh, was war das? Ey, ich wollte gerade... Ah. Ich wollte gerade sagen, dass das tatsächlich bis jetzt unser bester Wagen ist. Also er fährt ja offensichtlich noch. Gut, er liegt jetzt aber, er ist... Also ganz ehrlich, bis jetzt würde ich behaupten, einfach mal, es ist der Gewinner an der Stelle. Also Status jetzt. Aber schreibt es mir gerne rein, wie ihr das seht, ob ihr das genauso zählt. Gehen wir zum nächsten. Ja, machen wir uns nichts vor. Warum ich den ausgewählt habe, ist klar, oder? Ich meine, der ist ja wie geschaffen dafür. Mit dem werden wir da jetzt einfach mal runterfahren. Und dann werden wir unten ankommen. Und dann werden wir unten mal ein bisschen die Umgebung erkunden, würde ich sagen. So. Oh. Was haben wir gelernt? Wenn man nicht bremst, kann man besser lenken. So, wir werden von ganz alleine unfassbar schnell. Ich versuche, naja, Rückwärtsgang bringt auch gar nichts. Ah, ah, ei, ei, ah. Oh, oh. Er ist auch aus. Au. Oh, wir stehen wieder. Weiß ich nicht. Ticker. Au. Und ja, ganz zum Schluss nochmal einen, so einen mitgekriegt. So. Ah, ja. Ja. Weiß ich nicht. Wir probieren den nächsten. Ja, machen wir uns nichts vor, ne? Lambo darf halt einfach nicht fehlen. Guck mal, ob wir mit dem da unten einfach mal... Ja, 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 ruhig, Bruder, ruhig. So. Ja, wir probieren es jetzt einmal mal bremsen. Er hat unfassbar gut Grip. Also, okay, wir werden jetzt nicht unbedingt lang. Ja, da vorne, da müssen wir durch. Genau geradeaus. Ich kann das untere Ende ja quasi schon sehen. Oh, dazwischen, dazwischen, dazwischen. Ja. Oh mein Gott. 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 Nicht in die Schlucht. Nicht in die Schlucht. Komm schon. Komm schon. Nein. Nein, doch feuern. Ei, ja, ja. Ja, weiß ich nicht. Müsst ihr mal sagen. War der Lambo jetzt besser als der Formel-1-Wagen oder der alte Formel-1-Wagen von gerade eben? Ich weiß es wirklich nicht. Aber mit dem sind wir auf jeden Fall am besten runtergekommen. Machen wir uns nichts vor. Ja. Liebe Insassen, bitte halten Sie sich fest. Wir werden jetzt gleich eine kurze Abkürzung nehmen, bevor wir Sie ins Gefängnis bringen. Es könnte sein, dass es ein bisschen holprig wird, aber machen wir uns nichts vor, ob sie jetzt da unten oder ne, wie auch immer. Viel Spaß, schönen Tag noch! Warum ich den genau habe, ist ja wohl. So, jetzt scheppern wir hier durch. Hier gibt es doch tatsächlich, da sieht man es ja so ein bisschen, wo man einfach so gerade... Oh, oh nein, oh nein, oh nein, da kann man nicht, nein, da kann man nicht lang. Da müssen wir durch. Genau, gerade, ja, na, ah, ah, ha, ha, ha.
Ja, wir haben uns hier uff, richtig schön drum gewickelt. Ja, der Bus hat's nicht geschafft. Und ihn habe ich einfach genommen, weil er sich schon böse anhört. Da müssen wir geradeaus durch. Könnt ihr sehen, genau geradeaus. Da kann man eigentlich so mit Speed und Power durch. Mit hebt euch mal voller. Okay, 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 wir müssen bremsen, wir müssen bremsen. Oh, da ist der Bus. Okay. Ja, wir machen das aber. Wir haben bis jetzt noch keine Stange berührt. Also, ja, kurz einmal. Ja, jetzt ist der Motor auch aus. Aber läuft der noch? Irgendwas brummt auch, ist das der Lambo, der noch läuft. Jo! So! Jetzt kommen wir eigentlich zum. Was haben wir denn hier? Was können wir denn hier machen? Die Ablaufrinne noch mal aufmachen, gar kein Problem. So, los geht die wilde Fahrt auch schon. Ich sag mal, mit dem Bus sind wir ja gerade relativ weit gekommen sogar. Wir haben uns nur einmal kurz verkalkuliert, dann so ein. Ja, ein Stück weit berührt. So, wir haben uns ja rumgewickelt. Oh. Ja, da haben wir doch schon die passende Strecke jetzt direkt. Man kann fast bis da unten durchgucken. Im LKW einfach 170. 200. Oh, 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 wir heben ab. Ah. Ha, ha. Noch sind wir dabei. Noch haben wir keinen von diesen Pömpeln berührt. Oh, oh. Nein. Eben kurz in Flammen aufgehen. Oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Okay, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ich freue mich, euch nächstes Mal wiederzusehen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao!